So, hallo und herzlich willkommen zum Stream. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe gerade noch mal mein Fenster zugemacht. Aber es sollte alles funktionieren, oder? Aber es sollte alles funktionieren, oder? Ja, schaut so aus, hört man auch. Ja. Und zwar haben wir ja, das hätten wir unsere erste Expedition fertig gemacht. Das war ja ein Krampf sondergleichen. Wir gehen gleich mal einfach in die neue Quest rein. Aufgaben. Ja, heimliche Schatten im Sumpf. Oder wollen wir Event Quest? Was gibt's denn da? Morgen schon, das ist gegen Kestons. Waldrand. Nehmen wir mal das hier an. Das ist vielleicht ein bisschen zu schwer für uns. Ach komm, scheiß drauf. Ah, komm. Ich würde halt gern was in der Arena machen. Jagd, so ist er Jagd halt. Das ist einmal dieser komische Vogel und einmal, was ich noch nicht kenne. Na gut, machen wir mit den Aufgaben einfach weiter. Nur ein Spieler, ich bin immer noch in der Online-Lobby drin. Naja, sei es drum. Annehmen, ja. Ja, bis dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal in der Schmiede vorbei. Was es da so gibt. Wir haben ja einiges an Panzern ja erbeuten können. Guck mal, Ausrüstung schmieden. Rüstung. Rüstung ist immer gut. Dann machen wir mal eine Jagdrasspanzerung. Jawoll. Bumm und bumm und bumm. Sieht ein bisschen aus wie Herr der Ringe. Möchtest du sie ausrüsten? Ja, why not? Alter, der schwitzt doch da drin. Wie so ein Affe. Aber sei es drum. Die Quest ist eröffnet und jetzt heißt es 1,5 Stunden lang kämpfen, immer wieder sterben und irgendwann es schaffen und dann in ein Kopf voller Glückshormone Schule passen. Okay, was soll ich machen? Finde den Ver Stimmt, genau. Ah, ja, der Gelehrte ist verschwunden. Das war's. Der ist wie dieser eine, der eine immer, der in der Schule, der. Ah, leckt ein bisschen rum, ne? Der immer aus Versehen. Wir sind ja hier lang gegangen. Feuerkraut. Ja, wir haben ja eigentlich Zeit, so oder so ist es nicht, ne? Jo, einfach kurz zu Francesco Friedrich geworden. Fußspuren. Von einem Menschen. Oder von einem Monster, das menschenartige Fußspuren hat. Moment mal, was ist das da? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Ja, die scheint ein bisschen verwirrt. Das ist ein Kadaver. Einen relativ großen Kadaver, mal schauen. Sind auch viele Kampfspuren da dran. Weiß nicht, führen die ganzen Hinweise zum selben Ziel?
Ja, sauf mir hier nicht. Ach komm, bleib doch hier. Kann ich die fangen? Nee. Bin gerade ein bisschen überfordert, aber gut. Ah, wir haben die Spur wieder aufgenommen. Suchen wir mal das Vieh da oben zu fangen. Einen sogenannten Kai, hä? Ja, der ist zu weit weg. Schnappen wir uns dies hier, kleinstes Exemplar. Noch eine Omenfliegegröße. Ganz normal. Wir haben weiter Dorn und dort haben wir auch Fußspuren. Ja, du kannst ja keine sehr gute Wildexperten sein, wenn du es noch nie gesehen hast, aber gut. Teilen sich jetzt, naja, wir gehen einfach mal erstmal nach unten. Das heißt, jetzt erstmal suchen und dann die ganze Zeit sterben. Wir haben weitere Fußspuren, haben da jetzt den zweiten Step da gemacht. Aber hier, jetzt trennen sich die Wege, zumindest von den Dornen. Leuchtmoos. Ah gut. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht mir so aus, und neben ihm sitzt, keine Ahnung, was werden wir. Oh. Da wollten die Fischlein schon angreifen. Ich will immer noch mal so einen Fisch angeln. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich hab ihn gesehen. Bruder. Nein, das sieht nicht gesund aus. Todos, der hat den Baroth nicht getötet. Das war... Oh je. Oh je. Ist das nicht das Vieh, was wir unter größten Qualen letzten Stream getötet haben? Das schaut mir so aus. Jetzt brauche ich die Angel. Jetzt brauche ich die Angel. Dann angeln wir den. Dann gibt es einen schönen Fischsalat. Jurantos. Der Juratodus. Das. Nee, das ist. Hilfe! Wie denn? Jetzt rein da! In die Scheide! Oder. Ja, aber mit deiner Schwanzattacke macht er nicht so viel Schaden. Wir müssen natürlich wieder herausfinden, wo er sein Schwachpunkt hat, wahrscheinlich wieder am Bauch, aber auch im Schwanz war ja relativ viel. Weil ich würde mich gerne an Land retten. Ja, fall halt um. Ich hole ihn mir einfach mit dem Fangnetz. War das ein. Und jetzt raucht da. Ja, wir finden irgendwie. Ich finde nicht seinen wunden Punkt. Das ist schon wichtig. Oh je, ja. Wenn er hochspringt, dann ist vieles verloren. Aber ich glaube, er schützt sich, da war er kurz, er schützt sich auch mit dem Schlamm. Brüder Baroth. Das ist gut zu wissen. Andererseits nicht gewöhnt. Er kann sich halt immer wieder abtauchen. Man hat halt immer nur kurze Spannen, in der man angreifen kann.
Und wir haben auch nur noch kurzen Weg. Ja, warte, wir müssen wieder zurück. Ja, wir haben jetzt 3 Tränke verbraucht. Das ist relativ viel, klar. Ich glaube, wir haben noch nicht mal großen Schaden angelagt. Wir hatten wirklich nur ein paar. Nein, dringt auch nicht. Nein, gut, da ist drin. Ich will das. Da, so, entfernen. Er kann sich wahrscheinlich wieder immer hier, ne? Also, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was abgeht. Folgen wir mal der Spur. Kann den anscheinend auch an Land relativ gut bewegen. Da haben wir ihn direkt vor uns. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, in die Gebiete, wo sich auch der Bauer zurückgezogen hat. Da vorne haben wir ihn. Nee, das ist er nicht. Doch. Nee, Fokus ihn mal bitte. Ja. Er fühlt sich halt ja heimisch und ich nicht, ne? Das ist immer ein Vorteil. Jetzt ist sein Bauch frei, aber er. Hä? Bin ich blöd? Warum wurde er nicht geschlagen? Irgendwas war ausgewählt, aber ich weiß nicht was. Wir sollten uns auch vielleicht ein bisschen um Kraut kümmern. Damit wir ein paar mehr Heilungstränke bekommen. Mensch, es geht da. Das gibt's doch nicht. Ich kann auch blocken. Ja, jetzt mache ich gut Schaden. Oh je. Jetzt wird's eklig. Nur noch ein Fitzelchen. Also er kann wirklich. Ja, haben wir uns wieder geheilt. Machen wir jetzt sicherheitshalber einfach noch einen. Weil einmal diese Sprungattacke und wir sind down. Und das will ich nicht. Er war halb Fisch, halb Säugetier. Also ich mache jetzt immerhin gut Schaden hier. Aber es hier nicht leider seine. Ist leider nicht seine. Komm, greift einander an. Greift doch einfach euch gegenseitig an. Hilfe, nein, das wollte ich nicht. Warum ist die Schleuder jetzt ausgewählt? Ich will das nicht. Schleuder, bitte. Achso, gut. Ach, Schleuder ist immer aktiv. Ah, ja, ja. Bitte. So, wo ist er hin? Da ist er doch. Also, es ist eigentlich auch besser dafür, ihn auf den Rücken zu springen, aber irgendwie hat sich dann nicht die Gelegenheit zu geben. Ja, der Attacke sind wir gut ausgewichen, der weniger, aber wir sind jetzt trotzdem ausgewichen, das ist auch ein Vorteil. Wir müssen unseren Schleifstein benutzen. Also Bettsteine. Boah, knapp. Mit der neuen Klinge geht's drauf, jetzt einfach nur ein bisschen Schaden machen. Ja, auch am Kopf scheint er sehr verwundlich zu sein. Kopf und Bauch. Und am Schwanz, und Schwanz. Kopf, Bauch und Schwanz. Der rumpft leider nicht so.
Der macht natürlich den größten. Ja, jetzt ist er wieder weg. Da ist er wieder aufgetaucht. Jetzt ist er wieder hier. Nochmal eine Combo rein. Also eine Spezialattacke. Die Frage ist, wie viel hält das Schild aus von der Attacke ab? Ich weiß nicht, wie. Also das große Schild hat er zumindest beim Bauhaus alles abgehalten. Beim kleinen Schild ist er natürlich jetzt hier ein sehr kleineres Schild. Jetzt haben wir ihn da kommt drin. Es läuft gar nicht so schlecht. Es läuft gar nicht so schlecht. Allerdings. Ja, es läuft mittelmäßig. Ja, wir haben ihn jetzt schon Teile gebrochen. Also wir haben da doch schon ein bisschen besser, zumindest besser als beim Barrow auf den D raus. Aber sowas dürfen wir dafür. Also sterben ist halt schlecht, weil da muss halt hat er genug Zeit, um dich zu heilen. Ich hoffe, dass wir irgendwo hier Kräuter finden. Und er kann sich natürlich auch, holt sich glaube ich auch Schutz durch den Schlamm. So wie es der Baruch getan hat. Also Schlammgebiet ist schon, ist sehr cool gestaltet, muss man wirklich sagen. Jetzt kann er nicht mehr. Und er will ein Spitzenjäger sein, jetzt ist Teil schon wieder weg. Ja, die Fische, mit denen legen wir uns jetzt mal nicht an. Nehmen wir uns die einfach mal mit. Um uns die 10 Punkte zu holen. Herr Junge. So. Der ist gleich wieder in unserem Blickfeld. Wir haben nur noch 3 Tränke. Da vorne ist er. Aber Kräuter wird es hier erstmal nicht geben. Das ist sad. Ja, jetzt taucht er wieder ab. Da kommt er wieder hoch. Da springt er. Hat zum Glück sich auf Stupsi fokussiert. Sonst hätten wir jetzt erheblichen Schaden. Oh, schön ausgewichen. Ja, wir sind drauf. Immer rein da. Festhalten. Und rein da. Wir sind sehr lange oben drauf. Jetzt schauen wir jetzt rein mit dir. Ja, abgeworfen, ja komm, sei es drum. Können wir von unten auch nochmal. Ja, danke, dass er hat mir. Ja, aber unser Wetzstein, aber ich darf nicht aufhören. Weil hier, wir haben ihn jetzt gerade, wir gehen nochmal aufs Bein, vielleicht brechen wir ihn dann noch ein paar Teile. Ich weiß nicht, wie fern. Ja, komm. Jetzt. Speit er wieder. Sind wir unten. Jetzt ist es halt. Wir müssen halt so langsam unseren Wetzstein benutzen. Wir sind da jetzt in einer kleinen. Nicht Zwickmühle, aber. Wenn er jetzt halt die Sprungattacke macht, ist halt alles kacke. Aber er fokussiert sich zum Glück auf Stupsi. Oder ist da hingesprungen. Ja. Wir machen gerade extrem gut Schaden. 12 Schaden. Er trifft uns nicht, warum auch immer. Oh nein, jetzt gerade. Ja, oh nein, ich habe die Fische angegriffen. Den Schaden, den ich jetzt gerade bekommen habe, das war nur für rein von den Fischen. Das war jetzt doof. Das war einer der unnötigsten Schäden. Mit dem Kaktus natürlich zusammen. Ja, wo ist er hin? Oh je. Ja, das meine ich. Er hat uns so viel Schaden jetzt mit dieser einen Attacke abgezogen. Das ist extrem gefährlich. Aber wir sind gut dabei, muss man wirklich so sagen. Viel besser als vorher, aber
Wir haben nur noch zwei Heilungstränke. Wir haben jetzt nochmal unnötig Schaden kassiert. Hätte ich eigentlich ausweichen müssen. Gut gehen kann das so lange nicht mehr. Also wir... Ja, jetzt kommen noch die Fische dazu. Bringen wir die mal um. Kurz. Jawohl. Ja, dann kriegen wir schon wieder von ihnen hier angerannt. Gut Schaden, jetzt machen wir gut Schaden. Er wird bald gleich wieder abhauen. Das bedrückte ich. Ja, ja, ja. 5, 7. Okay, warte, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Wollen wir uns mal ganz gepflegt weg. Ja, haut er ab. Nee, nee, er bleibt da. Er kämpft auch irgendwie gegen die Fische. Schade. Ja, ja, ja. Wir nehmen mal sofort die Verfolgung auf, aber wir brauchen ein paar Kräuter, sonst wird das nicht lange gut gehen. Wir brauchen Heilungstränke. Also die Kräuter sind jetzt wichtig. Und der kann sich natürlich auch viel schneller als uns bewegen. Aber ja, ja, die Fußstapfen sammeln wir später ein. Das macht jetzt keinen Sinn. Ich muss Ausschau halten nach den Kräutern. Die sind unerheblich im Moment. Weil sonst wird das schlicht und einfach nicht lange gut gehen. Ja, ja, er holt sich noch einen Schlamm wahrscheinlich hier. Wenn er das macht. Wenn man da drin steht, dann ist man, glaube ich, richtig. Hat man ja teilweise 12 Schaden gemacht. Ja, Schubsi macht auch im Vergleich gegen zum Barlow richtig gute Arbeit im Moment. Okay, hauen wir lieber ab. Nutzen wir nochmal unseren Wetzstein. Oh, das war knapp. Da haben wir mal richtig Glück gehabt. Aber Glück muss man auch mal können. 6 Schaden, 12 Schaden nehmen. Oder was sind 2? Ich hoffe, es waren 12. Ja, es bringt jetzt nichts weiter abzuhauen. Ich brauche einfach Heiltränke so, ne? Deswegen ballern wir jetzt nochmal alles rein, was wir haben. Ja, ja, ja. Gut, das war jetzt scheiße, ne? Aber ist auch teilweise kalkuliert. Und dann einfach auf ein neues. Ich hoffe, er hat sich nicht komplett regeneriert, sollte aber nicht so sein. Gehen wir nochmal hier rein und hoffen, dass wir noch ein paar Heiltränke übrig haben. In der Objekttruhe. Nee. Wow. Okay, schade. Dann müssen wir auf den Weg die Kräuter einsammeln. Sonst wird's richtig eklig. Ja, aber ich sehe hier schon ein paar. Man kann insgesamt 10, wir brauchen halt auch die 10, also insgesamt 5 Kräuter, das wird sich hier, glaube ich, zu finden lassen. Aber die Zeit, die halt jetzt verloren geht, die schmerzt natürlich. Aber gut, was soll ich machen? Ich brauche einfach die Kräuter und so. Ich würde gerne noch ein paar mehr. Ich habe jetzt 6. Ich kann nur insgesamt 10. Jetzt Nadelbeere, das suchen wir nicht. Kraut. Was ist da? Ja, wunderbar. Sammel dich auch nochmal ein. Den Abbau. Nee. Nadelbeere. Brauchen wir an sich jetzt auch nicht. Vielleicht brauchen wir so, oder ich weiß aber nicht, was sie macht. Wir könnten uns. Ja, komm, sei es drauf. Zum Glück ist der Weg nicht allzu lang wie zum Baros. Aber wir haben jetzt in den ersten Momenten richtig gut Schaden reingedrückt. Nicht bekommen, sondern selber gemacht.
10 waren es jetzt. Also wir machen 7 Schaden. Es ist halt noch nicht mal nicht gelb oder orange. Das heißt, wir könnten da auch bestimmt auf die 12 kommen. Ja, das Bein ist irgendwie sehr gut geschützt. Kopf und Schwanz waren es. Ja, wir rücken. Ja, hier. 8 Schaden. Ja, wenn wir da jetzt reingehen, dann kann man richtig gut Schaden machen. Ah, es ist leider nichts mehr. Das war einfach nur Zufall, das letzte eine Mal. Dass er sich genau nicht gedreht hat, als wir da drin standen. Aber, sind wir vergiftet? Ja, wir kommen zu mir. Und wir müssen unseren Bettstein benutzen. Oh je. Ja, das war jetzt stupido. Er hat, glaube ich, relativ viel Leben, ne? Soweit ich das einschätzen kann. Jawohl. Und immer rauf da. Ja, er hat sich gerade wieder... Ja, da war ich kurz abgelenkt. Wo ist er hin? Da ist er hin. Schade. 7 Schaden reingedrückt. Was war das? Muster. Nett. Nehmen wir es einfach nochmal mit. Und da nichts wie hinterher. Also bis jetzt läuft es gar nicht so schlecht. Wir können Zeitprobleme... Oh, jetzt kommt der Baros wieder. Wir haben ja weder Zeitprobleme noch... Also wir haben noch, können noch zweimal sterben. Beziehungsweise einmal sterben. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber es kann ruckzuck gehen. Ich habe keine große Erfahrung in diesem Spiel. Allerdings, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wirklich... Denkst du, geht's gut und dann batsch. Müsste die Mission abbrechen. Und in den Rücken. Jawoll. Das Überraschungsmomentum haben wir auf unserer Seite. Okay. Holy moly. Wir haben einmal schön den Kopf erwischt. Danke dir. Ja, auch hier 4 Schaden. 4. Ja, also Hals, Gesicht, das ist doch sehr effektiv. Mir gefällt nicht, dass ich bis zum Hals im Wasser stehe.
Aber er wirkt mir doch sehr geschwächt. Ich muss Wetzstein. Ach komm. Und jetzt unten rein. Immer rein da. Jetzt hat er sich wieder zurückgezogen. Ja, wenn wir so unter ihm ist, dann ist man eigentlich relativ sicher, ne? Weil da kann er einen einfach nicht treffen. Jetzt macht er Schlamm neu. Also ich vermute es mal. Aber allein die Tatsache, dass er entweder, er muss ja noch irgendwas fressen. Also man, er erneuert immer seinen Schlamm. Aber er frisst ja nicht. Das heißt, ihm kann es ja gar nicht so schlecht gehen. Oder ist es einfach beides, zwei in einem? Ich weiß es nicht. Jawohl! Schön. Du hast es geschafft. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit diesen Dornen etwas absolut nicht stimmt. Ja, ja. Nehmen wir den Juratos mal auseinander. Eine Schuppe haben wir. Gibt es nicht noch mehr? So. Das war jetzt doch schon relativ schnell, oder? Also nur einmal gestorben im Vergleich zum letzten Mal. Haben wir es jetzt nach einer Stunde geschafft. Also ich weiß nicht, liegt am neuen Panzer? Oder so, ich kann es nicht sagen. Weil jetzt mit dem Baros, das war ja eine Heidenarbeit. Da. Was ist das? Nehmen wir mal alles mit für die neue Rüstung. Kriege ich eigentlich auch mal eine neue Stufe oder ist das irgendwie nicht möglich? Kommt alle her, wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance wird... Warum macht denn der Koch hier Mist? Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjana. Aber seid vorsichtig. Der Anjana ist ein furchterregend... Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe... Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja.
Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wegtreten! Also, wir müssen uns um den Ancharat kümmern. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Ja, oder der, und vorher den Chefbotaniker. Aber ich würde gerne nochmal in die Arena gehen. Das hat doch mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Neue Quest bekannt machen. Was ist es in der Jage 2 Anjarat? Na gut. Was braucht man? Ich weiß noch nicht genau. Ja. Machen Treffpunkt von Sonne und Mond. Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher? Was ist das? Sind einfach nur männlich weiblich? Ich weiß es nicht. Oh, ein Insekt. Tötet 20 Vespoiden. Machen wir mal das hier. Why not? Fangen wir mal hier an. Machen wir mal das hier. Vespoiden töten. Bis dahin können wir ja mal. Nee, jetzt machen wir danach. Sonst kann man sich doch am Anfang da nicht. Ja, hat jetzt aber fertig geladen. Alles gut. Machen wir es mal so. Weil man will ja auch mal was von der Welt mitbekommen, ne? Tränke 7. Ich denke, das geht nicht. Hier findet man ja viele, bestimmt mehr Kräuter. Rüsten wir mal das Fangnetz aus. Ja, wo bist du denn? Naja, sei es rum. Hier noch die Kräuter. Okay. Vespoiden. Fragt mich nicht, wo die sind. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Insektendinger. Aber gut. Das hättet ihr euch wahrscheinlich alle schon selber. Aber den fangen wir ein. Nein! Das wollte ich nicht. Sorry. Hoffen wir mal den Weg. Oh, Yakra. El Grande Yakra. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Jawohl! Sei keine Gnade. Gehen wir mal weiter. Ich würde gerne auch nochmal angeln. Das dazu konnte ich jetzt aber also einfach keine Zeit. Hier hätten wir Fußspuren, jetzt zeigen sie. Ja, Jakra Fußspuren halt. Okay, supi. Gehen wir mal hier rein. Hier ist das Fragezeichen. Ja, großer Yakra, können wir einfach nur die Stufe erhöhen, aber wow. Halt auch die Frage, wie sehr uns das jetzt irgendwie weiterhilft. Bruder. Haben sich auf. Alle! Habe ich doch gar nichts getan? Gut, ja, vielleicht 20 höchst euer Brüder und Schwestern umgebracht. Aber das könnt ihr mir doch nicht vorwerfen. Aber gut. Das war ja ein. Vielleicht sind die so getriggert, weil ich deren Rüstung abhab. Hm. Könnte vielleicht daran liegen. Das ist wieder, ja, Bruder Yakra. Wir suchen hier diese Vespoiden.
Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer in den Urwald. Wir haben ja hier einen Sangha-Paliko. Trag einmal eine Yakra-Schuppe. Okay, ja, schade. Oh, die fangen wir ein. Naja, sei es drum. Förderplatz, Eisenerz, Metallicerz. Immer wichtig ist es immer. Hilfe. Das wollte ich nicht. Aber wo sind denn die? Also, soll ich trotzdem der Spur folgen? Die führt mich nach da oben. Jetzt nochmal ein Förderball. Ja, ich sammle gerade ein bisschen. Ja gut, das freut nicht. Oh nein, mit der. Da fragt man sich, wo ich zurückgeblieben bin. Nehmen wir uns mal den Knochenhaufen vor. Werden die mir irgendwie auf dem Map angezeigt? Ah, mit diesem Punkt stimmt. Oh, oder? Nee, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Der Jakra, große Jakra kommt auf mich zu, aber für den soll ich jetzt weniger Angst haben. Aber normalerweise würde mir das doch mit diesem Punkt da angezeigt. All sammeln, Schleuder, Fallen und Umgebung. Einheimisches Leben. Kleine Monster. Keine Symbole. Am Ende werde ich rausgekegelt wegen der Zeitbegrenzung. Das Ding ist, die Zeitbegrenzung beim letzten wird ja auch immer verhindert, weil. Oh, zwei auf einmal. Bin ich gut. Ah, leider ein ganz normaler. Ja, euch schnapp ich mir. Nein, halt nicht. Aber von hier sind wir doch gekommen. Ah, ihr schon wieder. Hey. Ich habe euch vermisst. Wo sind die denn? Sporenblähpilz. Ja, ich vermute, sie sind halt irgendwo. Na. Ja, großer Jagdra-Fußstuhl, aber es bringt mich nicht weiter. Die haben die Stufe erhöht, wow. Müssen wir das doch anzeigen. Blaupill, das ist gut gegen Gifte, aber. Ist das so ein Vieh? Weiß es nicht. Wenn wir 20 von denen töten. Und jetzt ist den ersten.
Stimmt, da wäre sogar. Ah, ich habe mich mal richtig kacke drauf vorbereitet. Aber ich glaube, das ist es nicht. Soll ich meinen Flugdrachen einhaken? Wo bringt er mich denn hin? Zurück? Halt fest, mein Freund, sonst wird's eklig. Oder in die Baumwipfel. Oder in sein Nest. Also, erstmal, ich weiß nicht, wo die Teile sind. Und zweitens, es ist ein bisschen useless, weil ich keinen Bogen mit habe. Drittens, ich glaube, ich bin hier erstmal stuck. Schnallbeere, naja. Wenigstens lohnt es sich, weil ich diesen Sammlerpalico mit habe. Sonst wäre das hier reine Zeitverschwendung. Ja, aber wo sind denn diese? Also, es ist ja das Zeichen so, wo die sind. Aber ich finde die nicht auf der Map. Kleine Monster. Oh, da. Hä? Da sind sie. Naja. Ja. Kleine Monster, so. Warte mal. Laufen wir da jetzt? Ja, laufen wir da lang. Ich glaube, da sind wir auf der falschen Höhe. Knochenhaufen. Ich weiß nicht, ob das uns irgendetwas nützt. Ist jetzt auch nur S, von daher. Nee, wir haben uns verlaufen. Haben wir uns. Müssen irgendwie. Jetzt macht er wieder den Francesco Friedrich. Und jetzt bricht er sich die Beine. Ja, wir müssen halt außen rum, ne? Hier war ich doch schon mal. Nee. Sind das die Dinger? Nee, das sind diese Oheim-Teile. Okay, noch weiter. Sind das diese? Oh Leute, ich will doch nichts als Frieden. Echt alles so aggressiv hier. Naja. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind jetzt. Ah, sind das die? Wir sind die doch nicht. Nee, das sind Kestoden, ja. Aber wir wollen dahin. Okay, laufen wir weiter. Aber ich weiß auch nicht, warum das eben angezeigt wurde. Nicht angezeigt wurde. Ja. Ich muss euch sind sie das, diese Viecher? Ja. Okay. Netz. Komm her. Schade. Ah, ich habe noch was gefangen. Ja, easy. Die haben wir. Was bringt die so? Durch die Länge. Ah ja, okay. Flügel.
Aber ich kann sie nicht einfangen. Ne, anscheinend nicht. Wahrscheinlich sind sie zu groß. Hey Leute. Da haben wir die eine. Gut, das war jetzt Lucilis, aber sei es drum. Da haben wir die nächste. Schade, ja, Bogen wäre natürlich um einiges besser gewesen. Die nächsten sind abgehauen, oder was? Nee, das sind diese Fliegen, oder? Nee, das sind die schon. Doppelkill. Also, ja, ist, glaube ich, jetzt einfach nur ein bisschen zeitaufwendig. Aber ich kann ihn wirklich nicht fangen mit dem Netz. Na ja, gut. Okay, lost. Hey, treff doch. Ja, komm. Haben wir dich. Ja, es dauert jetzt einmal ein bisschen, aber ich denke, sieht man wenigstens was von der Welt. Hilfe. Vaya Sintikitos. Da haben wir hier noch dich und da haben wir auch gleich schon die ganze Kolonie ausgerottet. Ja, die, ich hoffe mal, dass der Sammelpoliko das dann alles macht. Weil, wenn man das zum Verbessern der Schwerter braucht, dann ist das halt schon irgendwie gut. Aber die wiederzufinden, das wird kein Spaß, sage ich euch. Die Flügel. Noch 7, also wir haben schon über die Hälfte. Da haben wir die. Ja, die sind alle hier. Gut, das wäre natürlich jetzt extrem cool geworden, die Bogen ein bisschen üben. Der war ja relativ kompliziert. Aber so muss das auch hinhalten. Ah, jetzt trefft doch. Ich gehe mal nach oben und dann springe ich so von hinten auf die drauf. Naja, oder nicht. Oder mach halt diesen hier. Naja, es ist einfach jetzt nur eine Sache von Zeit. Bis die mal in die Nähe kommen. Dich haben wir. Mal schauen, wer am Ende noch überlebt. Ja, schade, kein Doppelkill. Overkill. Und dich bekommen wir jetzt auch. Dich bekommen wir jetzt nicht. Weil ich zu blöd bin, meine Kamera richtig zu halten. Und dann noch 2. Welche wird. Es gibt überhaupt nur noch. Was ist denn da jetzt passiert? Und dann noch dich. Und dann kann ein überleben. Zur Sammlungsstätte, ja. Gehen wir mal zum Hauptquartier zurück. So, jetzt können wir nochmal die restlichen hier. Uns entnehmen. Jetzt haben wir einen Panzer bekommen. Der kann ja nicht allzu gut sein. Da sind mir, glaube ich, die Flügel sind da schon ein bisschen besser. Den Panzer könnte man auch verkaufen, aber gut. Ich behalte das alles erstmal. Weil noch habe ich brauche nicht so viel Geld und das legt sich dann bestimmt alles noch. Ja. Eine Feuernuss kann man als Geschoss verwenden, aber mehr. Ist es dann, glaube ich, auch nicht. Ah. Bisschen enttäuschend, aber sei es drum. Aber sei es drum. Ich fotografiere mir das mal kurz hier ab.
Nee, also den Namen von dem Viehteil. Da ich das noch für meinen Fanden brauche. Vespoid. Ja, soll ich mir eigentlich merken können. Besondere Belohnungen. Panzer. Die sind besonders, das warum auch immer. Nehmen wir mal alles. Das nehmen wir. Alter Knochen. Selten. Können wir verkaufen. Den Rest nehmen wir uns mit. Irgendwie wird mein Palico immer besser. Aber der Rest, also ich in dem Sinne, wird immer schlechter. Wir können noch einen Kestons Arena-Kampf machen. Weil es dauert ja schon eine Stunde, würde ich nicht nochmal eine neue Mission anfangen, die dann auch 2 Stunden dauern könnte. Das wäre meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, Aufgaben. Nee, nicht Aufgaben. Quest-Events. Das machen wir nicht. Machen wir Morgenstund und so. Genau. Ich würde das auch vielleicht, kann man mit einem anderen, wenn man mit einer anderen Waffe machen, einfach ein bisschen ausprobieren. Weil. Abschließen. Ja. Kontroll. Jagdtipps. Okay, wo sind wir hier gelandet? Stimmt. Geht dann da so raus. Oh, ist sogar Nacht. Kann ich jetzt nochmal meine Waffe ändern? Also ich bin mit der Waffe super zufrieden, aber ich würde gerne eine andere einfach ausprobieren. Vorratstruhe. Ja, ist einfach nur das hier, ne? Eine Vorsorge ist auch hier ein Waffenschrank oder nicht? Nö, anscheinend nicht. Ja, schade, ne? Naja, sei es drum. Und gleich. Ohne Gnade. Das fängt schon an. Die sollte gleich tot sein. Ja, wunderbar. Und auch er verliert doch kontinuierlich Leben. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob wir die Knochen noch brauchen, aber ein Skalp, das ist, oh, Skalp ist natürlich schön. Ob wir Knochen, sowohl Knochen als auch Panzer noch brauchen. Aber gut. Nehmen wir uns den Stein nochmal mit. Mann, ich will auch gerne ein bisschen hier erkunden. Und rein da. Okay. Das war ja mal mega Lull. Und Lull steht in dem Fall für Lost. Naja, der ist bald tot. Oh, ich hab mich doch weggerollt, Bruder. Er macht einfach diesen. Oh, das war knapp.
Ding ist, wenn man hier einfach, wenn man in Bewegung bleibt, dann... klärt sich das schon von alleine oder man drückt statt Steuerung Shift und dann passiert sowas hier. Hilfe! Aber die müssen schon zugeben, 12 gegen 1 ist schon unfair. Da können sie sich nicht rausreden, dass ich angefangen habe. Ja, ich gehe mal nach oben und setz mein Steinchen. Kann ich nicht hier hoch. Hä? Was macht er denn da? Ja. Wunderbar. Ey, warum lebt ihr denn noch? Habe ich die getötet? Ne, das hat mich auch nicht. Zwei, wunderbar. Ich hatte einen ja schon richtig drangsaliert. Entweder habe ich, ja gut, jetzt habe ich zwei. Okay, das war nicht der, der wäre ja schon tot. Ach komm, leck mich. Ja, läuft ganz gut. Es hat auch wieder ein bisschen, ne, einfach ein bisschen zermürbend, aber sei es drum. Vor allem, weil man viele hat, die einfach. Und ihr seht noch ein bisschen Action. Wie mehr. Eigentlich ein Kessel uns Dings anziehen sollen, dann wäre die Demütigung perfekt. Okay, nutzen wir mal unser schöne Wettstein. Ja, kümmern wir jetzt erstmal um die, die haben irgendwie greifen die sich gerade selber an? Ich weiß gar nicht. Wie random. Okay, er ist gleich down. Gleich haben wir die Herde hier ausgelöscht. Darf ich sagen, dass ich das lustig finde? Hilfe. Dass einfach Gianni Infantino gemobbt wurde in der Schule. Kein Wunder, dass es so geworden ist, wie er ist. Okay. Das war ein Overkill. Und jetzt zack, einmal ins Bein, einmal ausgewichen, einmal reingerollt und wieder ins Bein. Wunderbar. Kümmern wir uns erstmal drum. Ich glaube, ich brauche halt einfach wirklich nicht, aber zur Not einfach alles verkaufen. Es wird dich schon irgendwann rentieren. Hoffe ich mal. Also Skalp, das halte ich jetzt bis auch noch nicht. Das will ich ja vielleicht sogar behalten. Okay, die sind schon despawned. Naja, okay. So, kümmern wir uns hier drum. Machen wir erstmal die zwei.
erstmal das Weibchen reingesammelt. Und dann konnte ich mich da irgendwo nicht mehr bewegen. Also gut, da ist er. Random. Okay, das Weibchen ist gleich schon tot. Beziehungsweise jetzt. Wird nur noch eins und er hat auch nicht mehr lange zu leben. 13 Schaden, Bruder. Wunderbar. Noch ein männlich, ein weiblich, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. War es von Anfang an kein Problem. Wunderbar, das ist hier. Ey, was ein Timing, schießt gerade aus, wenn ich komme. Machen wir erstmal das. Bruder, machen die Stiefel. Leider stecken sich die Angriffe. Das muss man ein bisschen mit einkalkulieren, aber alles in allem. So, glaube ich, das Spielgefühl ganz gut austariert. Aber gut, dass sich die Angriffe stacken, das mögen manche, manche mögen es nicht, das ist einfach. So. Wunderbar. Die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Du bist kein Männchen, deswegen töten wir jetzt einfach die anderen. Ja, mal schauen, welcher er dann tot ist. Ne? Ich prügele einfach auf beide rauf. Gut, bringt das jetzt nicht nochmal. Gut, stupst die Längste ab. Ach komm, unnötig. Ja, wunderbar. Ja, jetzt ist noch irgendwie zu kämpfen, macht da wenig Sinn. Einfach nur nach. Ich würde mir gerne noch das hier holen. Schau es dir an. Schau es dir an, wie ich deinen Vater ausnehme. Oder Bruder oder Cousin oder. Aber nun ein Freund. Und da erhebt sich der Nächste. Sagt drauf uns, nö. Aber ich verstehe nicht, warum man hier nicht hochklettern kann. Das muss irgendwie gehen. Doch, er sagt drauf uns. Mach nicht diesen Bruder. Dann was willst du? Oh, sorry. Was willst du von ihm? Irgendwie hier raus oder so. Quest erfüllt. Ja, das freut mich doch. Das war jetzt lange nicht so ein krass. Also erstmal das hier. Wenn ich nee. Warte mal, erstmal. Skalp behalt ist. Das Panzer verkaufen wir. Skalp behalte ich, Knochen es verkaufen wir. Ist so ein Panzer. Ich glaube, wenn ich drauf drücke, dann behalte ich. Egal, ich nehme einfach alles mit. Ich kann es bestimmt noch im Nachhinein irgendwie verkaufen. Das. Tochter Herzian. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt zwei eher nebensächliche Quests gemacht. Die erste Hauptquest und zwei eher nebensächliche. Egal. Sei es drum. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, und dann nächsten Stream, nächste Folge. Geht weiter, ne, mit ihm.
Ich weiß noch nicht wann, also ich habe halt im Moment echt wenig Zeit. Die coole Führerin. Ich war braun oder was? Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Da läuft was. Naja. Sei es drum. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann und wo und so, wann nächstes Dings kommt, weil ich gerade im Moment halt viel zu tun habe. Aber ja, wie ihr merkt, also ich lade es nochmal auf YouTube hoch, ne? Und auf YouTube, da läuft ja im Moment auch relativ wenig. Da kommt ja auch eher sporadisch. Ich habe einfach nicht so viel zu tun. Nicht so viel. Ich habe gerade viel zu tun. Ich wollte sagen, ich habe nicht so viel Zeit und habe viel zu tun. Wir sehen uns nächste Folge also wieder oder irgendwann anders. Mal schauen. Bis dahin. Tschüssikowski. Was ist das? Naja, sei es rum. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.